Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Sonntag, den 19. März. Als wichtiges Signal werden Einsatzkräfte aus dem Landkreis Nienburg die härteren Strafen für Übergriffe auf Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Tatsächlich bleibt es im Landkreis bislang jedoch meist bei verbalen Entgleisungen. Bis Ende Februar haben Mitarbeiter des Nienburger Bauhofs Bäume beschnitten. Nun folgen vielerorts Neuanpflanzungen. Unterstützung gibt es dabei unter anderem von Schülern der IGS und zwei Buftis. Um die Eistrober Grundschule zu unterstützen, hofft der Förderverein auf Hilfe. Auch kleine Beiträge seien hilfreich, betont der Vorstand. Zum Sport. Erfreuliche Nachricht für die Badminton-Sparte des MTV Nienburg. Auch im Jahr 2017 erhält die Abteilung das Prädikat DBV Talentstützpunkt und gehört damit zu den Vereinen, die bundesweit die beste Nachwuchsförderung anbieten. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Sonntag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.